Vielleicht hört er ihn gerade noch, den Roller, der da gerade wegfährt. Hoffnungslos überladen, im Fußraum, zwei Kästen Bier, hinten die Helmbox am Überquellen. Dann noch so ein fetter Opi oben drauf. Oh, zwei Schickimicki-Muschis mit Pferdearsch. Ein zumindest. Schön gestylt. So, wir driven home. War gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber ich bin ja auch nicht ganz durch den Laden. Ich bin ja nur vorne rein, Pfand abgegeben und dann gleich rüber. Zur Klosettpapierabteilung und dann gleich weiter zur Getränkeabteilung. Das ist so auf 30-40% der Höhe des Ladens. Hallo Oma, rechts vor links, meine Liebste. War aber jetzt nicht so das Mega-Gedränge, wie ich, wie gesagt, dachte, aber war schon noch gut was los. Aber wir fahren mal einen anderen, einen other way back. So. Ich kann es mir zwar eigentlich nicht mehr leisten, aber ich habe mir trotzdem noch mal ein Kasten Bier gekauft. Oh. Ah, da kommt die Uschi aber ganz schön angeschoben von hinten. Ampel ist rot, meine Liebe. Genau, noch mal schön dran vorbeigeschossen. Schön einen klarschießen hier, ne? Ja, dann fahren wir jetzt home. Ich habe mir sogar mal einen Döner gekauft, da habe ich noch nie gegessen. Also seit es den Laden da gibt, ist ja ganz vorne, also vorne ist ja eh alles voll mit Fressbuden. Bäcker, Fischbude, Dönerladen. Ja, und seit es den Laden gibt, ich habe da noch nie was gekauft. Aber eben schön Dönerfleisch aus dem Eimer. Die haben den letzten Spieß gerade noch klein gemacht und dann haben sie kam da eine an, so eine ganz emsige Olle und hat dann da die Grills geputzt. Hat er mir schön Döner aus dem Eimer gemacht. 4,50. Ja, das fällt dir früher, dein kaputtes Bremslicht, Junge, ich zeig dich an. Ja, so schön am Rollen. Ja, schön Audi fahren. Mein neues Hobby wird dann im Audi sitzen. Weil Audi fahren wird dann zu teuer. Rauchen im Auto ist scheiße. Ich rauche nur beim Fahren bei Fenster offen, aber hier fliegt die ganze Asche rum. Ja, Fettgesicht eben, ihr WhatsApp geschickt, ganz schlau. Hast du schon einen neuen Job in der Aussicht? Na klar, einen Tag später habe ich schon eine neue Stelle unterschrieben. Was für ein Idiot. Ja, die steigt jetzt von Schnaps um auf Bier, ist billiger. Man muss zwar mehr saufen, aber so ein Kasten Bier reicht zwei Tage. Schnaps. Naja, reicht auch zwei Tage. Nein, reicht länger.
trinke ich weniger Cola, weniger Zucker. Leute, die Ampel zeigt grün da vorne. Mein Gott. Alles Dilettanten, alles Amateure. So, jetzt geht's auf die Autobahn. Da, sie hat im Kommentar gefragt, seit wann rauche ich denn? Ja, seit 2 Monaten. Bisschen Sound für den Motor. Jawohl. Letztens in der Audi-Gruppe einen Kommentar gehabt. Ah, klar, jetzt. Fahrtwind spritzt jetzt noch das Wasser vom Wischer wieder zurück auf die Scheibe, deswegen muss ich nochmal nachwischen. Da hat einer eine Frage gestellt, ab 180 wischen meine Wischer nicht mehr richtig. Sind die kaputt? Da kann man sich auch nur an den Kopf fassen. Ich habe mir extra so eine Bosch Super Aero Twin Tralala gekauft. Ah, haben wir schon mal gesagt, Bosch ist sowieso schon mal Kacke. Bei 180 durch den Winter, die liegen doch gar nicht mehr richtig an, da kannst du gar nicht richtig wischen. Durch die Wölbung der Scheibe und der Wischer, ständig sich ändernde aerodynamische Verhältnisse, da können die halt nicht mehr aufliegen, Alter. Aber gut, er meinte, seine Wischer wären kaputt, weil ab 180 der Wischer flattert. Ja. Musst du dir mal die Scheibe vernünftig mit Rain X imprägnieren. Durch den Fahrtwind fliegt da alles weg. Sei denn, es ist Starkregen. So. Wenn wir gleich nach oben gehen, nehme ich aber die 2 Kästen nicht mit hoch. Ist mir zu schwer. Ich nehme das Klopapier mit und den Döner. Den esse ich dann erstmal. Schön Döner. Der war total cool drauf, der Macker, der mir den Döner zusammengestopft hat. Die sind sowieso immer geil drauf, oder? Dönerverkäufer, Alter, hier, was willst du drauf haben? Aha, Polente. Was ist das für ein Auto? Ein Audi, ach du Scheiße. Kann das denn passieren? Liegen bleiben mit einem Audi auf der Autobahn, das ist ja peinlich. Oh, er rollt. Hm. Ja, dann werde ich das Video gleich hochladen. Was macht ihr an Silvester? Habt ihr was vor? Party, irgendwie Party hard, irgendwie unterwegs? Dann, wenn Party, irgendwo privat, irgendwie mit ein paar Leuten, so Hausparty-Style, oder geht ihr irgendwo hin? Denn an Silvester sind ja auch oft immer hier im Braunschweig ja auch überall größere Partys. Vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, vor 10 Jahren waren wir, da war sogar Schlendi mit dabei, glaube ich. In der Stadthalle, NDR 2 Silvesterparty. Oh, da kommt von hinten ein TT angerauscht, aber der muss jetzt gleich bremsen, an der BMW fährt rüber. Ich pass auf, es kommt ein TT. Ein Cabrio. Ja, ich bleib zu Hause mit der Alten, schön. Auch wegen den Tierchen, Amy rastet dann wieder tierisch aus, die ist ja sehr schreckhaft. Alfred ja auch, wenn es richtig losgeht, rastet der dann. Läuft ja auch Amok, aber für die Amy ist das immer ein bisschen schlimmer. Das dauert dann ein paar Tage, dann beruhigt sie sich wieder.
Die ersten paar Tage nach Silvester geht es dann auch noch geduckt durch die Bude, weil so ein bisschen geknallt wird ja dann immer noch. Jetzt ja auch schon. Eben geht's noch. Da sind sie beide noch ganz entspannt. Ja, was haltet ihr auch so von der Knallerei an Silvester? Ist das hier, Obwohl ich jetzt ja mal gelesen habe, die Zahlen, die immer durch die Medien gehen, wegen dieser ganzen Luftverschmutzung und so, so wild sind die gar nicht. Das ist ja alles bloß geschönt und hochgerechnet und übertrieben. Ich habe da jetzt mal einen Artikel von Weco, dem führenden deutschen Hersteller von Feuerwerk, dazu gelesen, dass die Zahlen, die dann da durch die Medien geistern, alle viel zu hoch, viel zu übertrieben sind. Ja, was haltet ihr davon? Feuerwerk ja, Feuerwerk nein. Kauft ihr selber auch? Ja oder nein? Kauft ihr nur mal so ein bisschen, so ein, zwei Raketentütchen oder legt ihr richtig los? Es gibt ja da Leute, die geben da tausende Euro aus, die sie dann verblasen. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben, aber ich finde, Knallerei gehört dazu. Ja, es ist scheiße für die Tiere. Meine Weiden tun mir ja auch sehr leid. Aber es ist ja nur einmal im Jahr. Und wenn ihr Knallerei kauft, kauft ihr dann nur das ordnungsgemäße deutsche Zeug oder habt ihr auch was aus Polen, so wie ich, dieses verschriene, hochgefährliche Zeug, was unter genau den gleichen Qualitätsstandard hergestellt wird, wie der Dreck, den wir hier haben. Sind genauso sicher oder genauso unsicher und ich sag's jedes Jahr auf Neue, weil die Frau ja auch immer da anfängt, mag sie nicht, gefährlich, gefährlich, und dann sag ich immer, ja, gefährlich ist es nur, wenn die Idioten dann wieder anfangen, sich irgendwelche Bomben zu bauen oder irgendwelche Superraketen oder was weiß ich. Oder sie meinen müssen, sie stecken sich so eine Polenhandgranate in eine Mikrowelle oder in eine Telefonzelle und stellen sich dann dazu und wundern sich, dass ihre Trommelfelle platzt. Oder sich irgendwelche Hände wegsprengen, weil sie meinen, ah, ich kann eine länger noch in der Hand halten. Genau diese Scheiße wird ja auch mit dem zugelassenen Zeug gemacht und da passiert quasi ja genauso viel. Weil irgendwelche Raketen in Leute reinschießen und so, das ist alles Mist. Ich sage, knallen ja. Von mir aus auch mit Polen oder Tschechenzeug, das ist auch gut. Knallt ein bisschen lauter, da sind ein paar Sachen drin, die hier verboten sind. Oh, Polente, hallo. Fahre ordnungsgemäß, meine Damen und Herren. Oh, lieber anhalten. Ah, ich habe den Döner im Kofferraum liegen, aber der Dönerduft zieht langsam nach vorne. Wunderbar. So, Sitzheizung aus, weil ist zwar angenehm, aber verbraucht ja Strom. Und wenn es Strom verbraucht, verbraucht es Benzin. Besonders geil finde ich immer solche Leute dann, die dann da immer in die Discounter stürmen und sich dann jedes Paket hier schön ganz genau von allen Seiten angucken und sich dann da die Harzer vor allem, wenn sie dann ihr gespartes Harzgeld da schön in den Knaller umsetzen. Schön die Kinderbuggies und Kinderwagen vollladen, wenn sie da mit ihren Unterhosen, Jogginghosen und... das ist immer toll, oder? Kommen Sie mal raus, die Harzer. Können Sie mal schön Knallerdiskussion. Schön losfahren. Ganz sachte. So, Otto, geh über die Straße, aber schnell. So, ich muss noch Kartoffeln kochen jetzt gleich auch noch. Denn die Frau will Kartoffelsalat machen. Zu Weihnachten oder zu Heiligabend habe ich einen Nudelsalat gemacht, den man ja eigentlich Heiligabend traditionell isst, aber ich mag Kartoffelsalat nicht so gerne. Ich esse auch mal welchen so, zu einer Bockwurst oder so oder was weiß ich. Da kann ich halt auch mal eine große Portion essen, aber das reicht dann auch. Aber für Nudelsalat, den kann ich tagelang hintereinander essen. Kartoffelsalat auch, aber dann, ich mag Kartoffelsalat
nicht so gern. Ich esse lieber Nudelsalat. Ja, die Frau hat aber gesagt, sie möchte jetzt gerne Kartoffelsalat haben, kein Problem, machen wir. Deswegen koche ich jetzt Kartoffeln. Sie wollte gestern eigentlich auch schon Mayonnaise selber machen. Aber, weil normalerweise war ja geplant, dass sie arbeitet gestern von 6 bis 12, aber als sie dann morgens aufgestanden ist, hat sie eine Nachricht bekommen. Kollegin krank, Schicht wird umgestellt oder Schichten. Sie muss von 12 bis 19 Uhr arbeiten. Als sie dann gestern zu Hause war, hatte sie keinen Bock mehr. Deswegen macht sie den dann heute, wenn sie dann gleich von der Arbeit kommt. Hat sie dann wahrscheinlich auch keinen Bock, aber mehr Zeit. Junge. Ich habe schon so oft gesagt, euch kommt wahrscheinlich schon aus den Ohren raus, aber so ein schönes altes Auto, gepflegt. Ich meine, ja, der hat jetzt hier seine paar Macken. Irgendwie Querlenker, Koppelstange, irgendwas vorne rechts ist ja da ausgeschlagen, was rappelt da ja tierisch ab. Aber sonst ist er ja im Großen und Ganzen eigentlich ganz in Ordnung. So, der geile Splashwagen. So, ich hol mal den Krempel hinten raus. So, jetzt muss ich wieder mein Schließritual abhalten. Zu machen. Verriegeln. Tür wieder aufmachen. Ah, Döner. So. Wieder aussteigen. Das habe ich vergessen. Hinten die Tür aufmachen. So, Tür auf, Knöpfchen runter. So, Döner ist schon ganz schön kalt. Fühlt sich irgendwo so an. Vielleicht hätte ich ihn auf den warmen Sitz legen sollen. So, dann gibt es jetzt Döner. Scheiß aus Papier. Shit. So. Sieht's aus mit dem Echo. Schnell, Döner, es wird immer kälter. Oh, jetzt kommt einer, ich mach mal aus. So. So, ganz wichtig, Hände waschen. Question number two. Die erste war ja, na Amy, aufgestanden? Wo ist Fred? Fred steht auch gerade auf, sehr gut. Ja, wie macht ihr oder wie esst ihr eure Döner? In Bezug auf Gabel, ja oder nein? Ich esse ihn mit Gabel.
Also ich pull dann so ein bisschen was raus. Manche fressen das Ding ja so schön rein. Ich esse ihn mit Gabel. Dann sind das quasi jetzt ja zwei Fragen. Zum einen Silvesterknallerei. Ja, nein. Wenn ja, wie viel? Und tralala. Frage 2. Döner mit oder ohne Gabel? Und hiermit entlasse ich euch. Wünsche euch ganz tolles neues Jahr. Auf Wiedersehen.